ein Einmarsch der Türkei in Nordsyrien, ob der jetzt wirklich droht, also auf jeden Fall wollen sie es gerne. Das ist auf jeden Fall deren Anspruch irgendwie. Sie haben natürlich gesehen, dass mit dem Projekt irgendwie jetzt ihre Grenzen mehrheitlich im Süden kontrolliert werden von einer revolutionären Bewegung, die eben ein Problem hat mit der türkischen Expansionspolitik. Dementsprechend hat die Türkei ein Problem damit. Es ist seit Afrin in Syrien gab es keine weiteren Expansionsbemühungen mehr der Türkei, also keine konkreten. Es gab immer wieder die Drohung, man würde in Manbij einmarschieren, aber dann hat vor allem Frankreich eine ganz gute Aktion gemacht. Frankreich ist dann hat eine neue Militärbasis aufgemacht, mit eigenen Truppen auch in Manbij selber, also quasi die Stadt der Demokratischen Föderation, die am nächsten noch dran ist zu den von türkisch kontrollierten Milizen besetzten Gebieten in Nordsyrien. Das heißt also, Manbij wäre tatsächlich das erste Ziel so eines Einmarsches der Türkei in Rojava. Wurde aber, würde ich sagen, erstmal erfolgreich damit abgewendet, dass jetzt eben französische Truppen vor Ort sind. Also, weil das kann Erdogan einfach nicht machen. Er kann ja nicht Gebiete bombardieren oder angreifen, in denen Stützpunkte Frankreichs sind oder auch der USA. Also dem ist, glaube ich, mittelfristig erstmal ein Riegel vorgeschoben. Dennoch ist es natürlich wichtig, dass Regionalmächte und Großmächte, die vor Ort Einfluss haben, halt also der Türkei ihre Grenzen aufzeigen. Also das, na, es gibt klar das Bestreben von Erdogan zu expandieren, ist, wo immer sich der Raum öffnet, wie zum Beispiel in Afrin tut er es auch. Dementsprechend muss man dafür sorgen, dass sich diese Räume nicht mehr öffnen. Also dass eben internationale Staatengemeinschaft dem wirklich einen Riegel vorschiebt. Zurzeit ist das so, das ist auch sehr gut, aber es muss natürlich auch so bleiben. Ansonsten ist die Sicherheit dieses Projektes wirklich existenziell gefährdet. Ja.